Ja, nochmal einen schönen guten Morgen an alle. Ich starte immer sehr gerne erstmal mit der Lektion. Und das Monatsthema ist ja dann Frieden heute im Januar. Und heute haben wir die Lektion 15, wer mit den Lektionen angefangen hat am 1. Januar. Meine Gedanken sind Bilder, die ich gemacht habe. Ich habe mir jetzt so auch in den letzten Tagen kam das auch so, dass die ersten Lektionen ja auch wirklich schon total tief reingehen, ne? Also die machen ja schon am Anfang, wirbeln die ja schon das ganze Weltbild durcheinander. Das ist mir vorher irgendwie noch gar nicht so aufgefallen. Ich mache die jetzt auch schon, weiß ich nicht, ein paar Mal jedenfalls. Und irgendwie ist das jetzt so, wo ich dachte, ja, am Anfang, boah, das geht ja echt gleich total ab, ne? Und heute haben wir, meine Gedanken sind Bilder, die ich gemacht habe. Gerade weil dir die Gedanken, von denen du denkst, dass du sie denkst, als Bilder erscheinen, erkennst du sie nicht als nichts. Boah, also den Satz, den lese ich erstmal nochmal, ganz langsam. Gerade weil dir die Gedanken, von denen du denkst, dass du sie denkst, als Bilder erscheinen, erkennst du sie nicht als nichts. Das ist ja ziemlich verschachtelt. Also ich denke Gedanken, wo ich nur denke, dass ich sie denke. Also alle meine Gedanken, wenn ich erkennen würde, dass ich sie nur denke, dann würde ich sie als nichts erkennen. Du denkst, dass du sie denkst. Und deshalb denkst du, dass du sie siehst. Wir denken nur die Gedanken. Nur wir denken, dass wir unsere Gedanken denken und denken dann das, was wir denken, dass wir das sehen. So vielleicht. So wurde dein Sehen gemacht. Das ist die Funktion, die du den Augen deines Körpers gegeben hast. Also unser Körper ist ja nur ein Mittel sozusagen zur Kommunikation. Und so wie wir das aber im Ego immer wieder tun, denken wir, der Körper ist für irgendwas anderes gut, und zum Beispiel um die Welt hier zu sehen, das, was ich denke zu sehen. Und das, was ich denke zu sehen, habe ich halt sozusagen selber gemacht. Also meine Gedanken sind Bilder, die ich gemacht habe. Und diese Gedanken projiziere ich dann nach draußen und dann sehe ich die Bilder da draußen. Also nichts, was ich da draußen sehe, ist sozusagen wirklich, sondern einfach nur von mir gemacht. Und wenn man sich das immer wieder ins Gedächtnis ruft, gerade wenn man vielleicht etwas schwierige Zeiten hat, hilft mir das total, dass dann erstmal wieder so eine friedlichere Stimmung rein. Eine friedliche Stimmung sich einstellt. Man weiß, okay, das, was ich da draußen gemacht habe, gefällt mir zwar gerade nicht, aber ich habe das selber gemacht. Ich habe das selber gemacht. Und der nächste Schritt ist ja dann, was dann ganz oft vielleicht am Anfang noch kommt, dass man sagt, ja, okay, das habe ich jetzt alles gemacht, jetzt bin ich schuldig, jetzt ist das meine Schuld, was ich da sehe und so. Und dann immer wieder sich diesen Satz ins Gedächtnis zu rufen, es gibt ja so mehrere Sätze, die dann so passen an dieser Situation oder in dieser Situation. Dass ein glücklicher Schüler oder ein guter Schüler, glaube ich, ein guter Schüler verurteilt sich nicht für sein Lernen. Also wirklich sich nicht zu verurteilen für, man ist am Üben. Wir sind die ganze Zeit nur am Üben. Mehr machen wir nicht. Und das sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass wir einfach nur üben. Und dass wir uns dafür nicht verurteilen und uns auch nicht von anderen verurteilen lassen. Ne? Vielleicht ist nicht, wenn ihr ungünstige Erfahrungen in der Schule gemacht habt oder sowas. Also es geht einfach wirklich nur ums Üben.
ums Üben zu lernen und immer mehr zu erfahren und zu erkennen, dass da draußen meine Gedanken sind und dass ich die ändern kann. Ne, wirklich diese, das ist dann echt schön, die Erfahrung zu machen, dass ich meine Gedanken ändern kann, dass sich damit dann auch die Wahrnehmung ändert, die ich dann habe. Ich kann meine angstvollen Gedanken, meine eifersüchtigen Gedanken, meine ärgerlichen Gedanken, alles das kann ich transformieren lassen vom Heiligen Geist in liebevolle Gedanken, in friedvolle Gedanken. Und einfach zu wissen erstmal, ich habe die Entscheidung, ich habe die Macht. Ich habe die Macht zu entscheiden. Es gelingt mir vielleicht nicht immer, aber ich habe die Macht. Und ich kann es immer üben. Ich kann es in jedem Moment üben. Und wenn es nicht gleich funktioniert, dann vielleicht eine Sekunde später, eine Minute später, eine Stunde später. Aber ich weiß erstmal, ich kann mich für die Liebe entscheiden. Ich kann mich für den Heiligen Geist entscheiden. Ich kann mich für die wahre Wahrnehmung entscheiden. Das ist die Funktion, die du den Augen deines Körpers gegeben hast. Es ist nicht sehen, es ist Bilder machen. Es nimmt den Platz des Sehens ein, indem es die Schau durch Illusionen ersetzt. Das sind auch immer wieder diese zwei verschiedenen Denksysteme einfach, ne? Einfach einmal das Denksystem des Egos, das Denksystem des Heiligen Geistes. Die Schau ist im Denksystem des Heiligen Geistes. Die Illusionen sind im Denksystem des Egos. Im Ego machen wir Bilder, denken wir, wir sehen durch die Augen des Körpers eine Welt. Und im System des Heiligen Geistes sehen wir mit der Schau, dann sehen wir eine liebevolle Welt, die wahre Welt, die wahre Wahrnehmung. Dieser einführende Leitgedanke zum Vorgang des Bildermachens, den du Sehen nennst, wird nicht viel Bedeutung für dich haben. Du wirst ihn zu verstehen beginnen, wenn du kleine Lichtränder um die gleichen vertrauten Objekte, die du jetzt siehst, erblickt hast. Das ist der Anfang wirklicher Schau. Du kannst sicher sein, dass die wirkliche Schau schnell kommen wird, wenn dies geschehen ist. Also es ist sozusagen möglich, auch mit den Körperaugen Lichtränder zu sehen. Und das ist dann so ein Zeichen für die wirkliche Schau. Aber auch da ist es so, sich nicht zu verurteilen, wenn das jetzt nicht da ist. Also ich habe auch noch keine Lichtränder in dem Sinne gesehen. Dann einfach zu sagen, ja, das ist jetzt mein Üben, das ist mein Lernen. Jeder Weg ist individuell. Was für mich vorgesehen ist, weiß ich nicht. Wann irgendwas vorgesehen ist, das einfach in Gottes Hand zu geben, wann was dran ist. Ne? Also nicht irgendwie, das ist dann immer, da kommt sofort wieder dieses Vergleichen rein. So, der hat das nicht und warum habe ich das nicht und so und damit einfach echt immer lockerer zu werden, sonst funktioniert es auch nicht. Ne? Dann ist man sofort wieder im so, ja, und dann, das geht einfach, also dann ist man ja nicht, ist ja nicht im Frieden. Ne? Und wenn man nicht im Frieden ist, ist man nicht im Heiligen Geist. Also von daher echt alles entspannt zu sehen, wirklich, egal ob man was sieht, ob man nichts sieht. Also für mich ist immer so ein Zeichen, wenn ich wirklich ein friedvolles Gefühl habe, ein liebevolles Gefühl habe jemandem gegenüber. Und ich merke, okay, das hat sich echt geändert. Früher war das anders, oder? In solchen Situationen gab es mal Stress, jetzt gibt es da keinen Stress mehr, jetzt kann ich damit komplett friedlich umgehen. Und das ist für mich auch so eine Art Schau und Sehen, ne? Dass ich dann im Heiligen Geist bin, im Denksystem des Heiligen Geistes. Im weiteren Verlauf ist es möglich, dass du viele Lichtepisoden erlebst. Da steht auch wieder, es ist möglich, dass du viele Lichtepisoden erlebst. Möglicherweise nehmen sie viele verschiedene Formen an. Einige von ihnen ganz unerwartete. Hab keine Angst davor.
Sie sind Zeichen dafür, dass du deine Augen endlich öffnest. Hab keine Angst davor. Das ist ja auch immer wieder so, dass wir, wenn wir uns irgendwas wünschen, egal ob es jetzt zum Beispiel Lichtränder sind oder Lichtepisoden, oder eben, dass irgendwas in der Welt eintrifft, dass im Kurs steht, dass sozusagen, wenn das jetzt noch nicht eintrifft, dass man dann einfach zu große Angst davor hat, wo man sich die vielleicht nicht eingestehen will. Aber wenn man jetzt daran glaubt, an das Denksystem, dann kann man es auch einfach erstmal nur akzeptieren und sagen, okay, dann ist das jetzt gerade erstmal so, dann ist das jetzt gerade mein Üben. Und hier steht ja auch, ne, unerwartete, nehmen Sie viele verschiedene Formen an, einige von Ihnen ganz unerwartet. Auch das einfach loszulassen und zu sagen, okay, ich habe mein Ziel und was dann auf dem Weg passiert, ich laufe da langsam, stetig drauf zu. Also für mich ist dieses stetig auch ganz wichtig, wirklich immer wieder dran zu bleiben, sich da jetzt nicht von irgendwas abbringen zu lassen, von anderen Menschen oder von was auch immer. Zu sagen, nee, ich weiß, das ist die Wahrheit. Für mich ist das die Wahrheit und ich will mich davon nicht abbringen lassen. Und wenn es dann doch irgendwie trabbelig wird, dann einfach wirklich um Hilfe zu bitten. Den Heiligen Geist um Hilfe zu bitten, Jesus um Hilfe zu bitten. Die sind immer da. Andere Menschen, andere Brüder um Hilfe zu bitten. Auch wenn jetzt, ne, man kann entweder, wenn man in Familie lebt oder Freundschaften hat oder im schlimmsten Fall vielleicht jemanden auf der Straße anzusprechen. Wenn das sozusagen die Führung ist, dann, ja, man weiß nicht, was passiert. Ne? Sich einfach immer mehr zu trauen, auf die Führung zu hören, auch wenn man denkt, okay, ja, das bringt ja gar nichts oder so. Ne? Man weiß es einfach nicht. Man weiß nichts. Man hat einfach diesen Überblick nicht. Man hat diesen Überblick über die Welt nicht. Wir wissen nichts, wie alles zusammenhängt. Das können wir einfach nicht wissen. Deshalb wissen wir auch nie, wozu irgendetwas dient. Ne? Die Lektionen kommen ja noch, die sind auch so schön. Ich weiß nie, wozu irgendetwas dient, außer dass es zu meinem Besten ist. Und sich dann da einfach rein zu entspannen, auch wenn ich denke, okay, das soll jetzt zu meinem Besten sein. Ja, manchmal ist es ja aber dann auch wirklich so, dass man hinterher erkennt, oh ja, stimmt, das war wirklich zu meinem Besten. Manchmal kommt es vielleicht nicht, vielleicht kommt es auch erst in 10 Jahren oder so, ne? Man weiß es ja nicht. Das einfach abzugeben und zu wissen, ja, okay, es ist alles gut, ich kann mich zurücklehnen, ich kann mich in die Geborgenheit Gottes fallen lassen, das ist total schön. Sie werden nicht andauern, denn sie sind lediglich Symbole für die wahre Wahrnehmung, haben aber mit Erkenntnis nichts zu tun. Das ist ja auch so ein bisschen dieser Weg, erstmal von der falschen Wahrnehmung, also von der Wahrnehmung des Egos, in die wahre Wahrnehmung zu kommen. Und wie es hier halt steht, sind im Prinzip diese Lichtepisoden Symbole für die wahre Wahrnehmung. Also alles, was wir hier wahrnehmen, sind ja nur Symbole, weil wir das eigentlich vom Verstand her auch nicht richtig verstehen können, wie es wirklich ist. Und eben auch so dieses so liebevolle Gefühle, das ist für mich auch ein Symbol für wahre Wahrnehmung. Ne? Diese Übungen werden dir die Erkenntnis nicht offenbaren, aber sie bereiten ihr den Weg. Also Erkenntnis ist ja auch das, was wir sozusagen dann nicht selber machen können. Das ist dieser letzte Schritt, den Gott dann im Prinzip tut. Und wir können nur versuchen, den Weg zu gehen in die wahre Wahrnehmung erstmal oder immer mehr sozusagen die wahre Wahrnehmung wahrzunehmen, um dann am Ende uns in Gott aufzulösen oder wie auch immer das für euch dann ist. Da gibt es ja so viele verschiedene ja, Metaphern, die man damit nutzen kann. Wenn du den heutigen Gedanken übst, wiederhole ihn zunächst für dich. Und wende ihn dann auf alles an, was du gerade um dich herum siehst, indem du es beim Namen nennst und deine Augen darauf ruhen lässt, während du sagst, dies Buch ist ein Bild, das ich gemacht habe.
Das Sofa ist ein Bild, das ich gemacht habe. Wenn das jetzt vielleicht mal alle so, man soll es ja eine Minute machen, ne? Genau, ich lese noch mal kurz weiter. Es ist nicht nötig, eine große Anzahl bestimmter Gegenstände für die Anwendung des heutigen Gedankens heranzuziehen. Es ist jedoch notwendig, jeden Gegenstand so lange anzuschauen, wie du den Gedanken für dich wiederholst. Der Gedanke sollte jedes Mal ganz langsam wiederholt werden. Auch wenn du offensichtlich den Gedanken während der Übungszeit, für die etwa eine Minute empfohlen wird, nicht auf sehr viele Dinge anwenden kannst, versuche die Auswahl so zufällig wie möglich zu treffen. Das war ja auch bei den Lektionen vorher, ne? Wirklich an nichts irgendwie festzuhakeln, so, das ist mir jetzt wichtiger, da ist es mir wichtig, dass ich das sozusagen sehe, dass das ein Bild ist, das andere, ja, das ist nicht so wichtig. Komplett egal, ne? Wirklich alles gleichwertig anzusehen, so wie es keine Unterschiede oder Schwierigkeitsgrade in Wundern gibt, so gibt es auch keine Schwierigkeitsgrade oder Unterschiede in irgendwelchen Dingen, die ich sehe. Es ist alles gleich, ne? Und das sich immer wieder klarzumachen, dann auch der Hintergrund von der Lektion im Prinzip auch so ein bisschen mit, ne? Wenn es dir unbehaglich dabei wird, reicht auch weniger als eine Minute für die Übungszeiten aus. Geh nicht über drei Anwendungen hinaus. Es sei denn, du fühlst dich vollkommen wohl dabei und überschreite vier nicht. Allerdings kann der Gedanke angewandt werden, wann immer es tagsüber nötig wird. Genau. Wir machen jetzt einfach mal eine Minute. Und dann kann jeder für sich bei sich einfach mal gucken. Also einmal ist entweder, ne, das Pronomen, das ist ein Bild, das ich gemacht habe. Also ein kurzer Satz, den kann man sich gut merken. Manchmal ist es ja ein bisschen länger, aber das ist ein Bild, was ich gemacht habe. Ich gucke mal auf die Uhr, so kurz eine Minute, kann jeder jetzt für sich im Stillen oder auch laut, wenn er das Mikro aus hat, dann für sich machen. Je nachdem, wie langsam ihr das jetzt gemacht habt, kommen da echt nicht viele Sachen zusammen. Ne? Wenn man wirklich jedes ganz langsam ausspricht, dann, ja. Und es kommt halt eben auch wirklich nicht auf die Schnelligkeit drauf an. Es kommt nicht auf die Schnelligkeit drauf an. Es kommt nicht drauf an, wie viel ihr geschafft habt. Das ist vollkommen unbedeutend. Steht ja sogar eher da, ne? Das wirklich halt auch langsam zu machen. Es ist jedoch notwendig, jeden Gedanken so lange anzuschauen, wie du den Gedanken für dich wiederholst. Und das ist jetzt auch am Anfang in den Lektionen doch sehr, sehr sanft einfach so reingeht, ne? Und wirklich, geh nicht über drei Anwendungen hinaus, außer wenn man sich wohlfühlt, aber vier. Mehr als vier nicht. Das heißt, es sind ja, das steht zwar, gehe, ne, erst denkt man ja, gehe über drei Anwendungen hinaus. Okay, dann kann ich ja drei, vier, fünf, sechs machen. Und dann steht, überschreite vier nicht. Okay, also maximal vier, ne? Und dann aber auch, allerdings kann der Gedanke angewandt werden,
wann immer es tagsüber nötig wird. Also du kannst das aber jetzt nicht nur, ne, denkt man ja als erstes, ja, wenn ich jetzt irgendwie ärgerlich werde auf jemanden oder irgendwas sehe, was ich nicht mag, dann nehme ich den Gedanken und dann geht es, also mir jedenfalls, dann geht es mir auch besser, wenn ich das dann im Hintergrund weiß, okay, das ist jetzt nur ein Bild. Aber das auch mit den positiven Sachen zu machen. Ne? Also auch die sind nur Gedanken, sind auch nur meine Gedanken, sind Bilder, die ich gemacht habe. Also auch die positiven Bilder, die ich sehe, sind auch nur Gedanken, die ich gemacht habe. Das, also da wirklich absolut keinen Unterschied zu machen. Ne? Egal, positiv, negativ, ärgerlich, wunderschön, Sonnenuntergang oder Krieg. Das sind alles Bilder, die ich gemacht habe. Egal was. Genau. Das war die Lektion 15. Meine Bilder sind Gedanken, die ich gemacht habe. Das, was ich denke, sind einfach nur Bilder. Das ist nicht die wahre Welt. Und auch die vorhergehenden Lektionen mit der Bedeutungslosigkeit, dass auch die Gedanken, die ich sozusagen denke, dass die auch, dass alles keine Bedeutung hat, ne? Oder ich gebe den Bildern im Prinzip, die ich sehe, dann auch noch die Bedeutung. Ne? Also so der Mechanismus, den wir jetzt so als Konzept für uns erstmal haben, damit wir das alles so einigermaßen verstehen. Ist ja, ich mache mir einen Gedanken, ein Bild in meinen Kopf und das projiziere ich dann nach draußen. Und das sehe ich dann. Und trotzdem hat es keine Bedeutung, egal was ich da nach draußen projiziere. Im Endeffekt hat es keine Bedeutung. Und das ist echt manchmal für mich jedenfalls total, total hilfreich. Sich das immer wieder klar zu machen, dass das keine Bedeutung hat. Und das Thema im Januar ist ja jetzt Frieden. Da gibt es ja auch ein ganzes Kapitel zum Frieden, das Erlangen des Friedens, Kapitel 19. Und dann ist bei viertens ist dann die Hindernisse vor dem Frieden. Das ist auf Seite 406. Da gibt es dann mehrere Hindernisse vor dem Frieden. Während der Frieden sich aus der Tiefe deines Inneren ausdehnt, um die ganze Sohnschaft zu umfassen, und ihr Ruhe zu schenken, wird er auf viele Hindernisse stoßen. Aber der Satz fängt damit an, während der Frieden sich aus der Tiefe deines Inneren ausdehnt. Also der Frieden ist schon in dir. Das ist auch immer so dieses schöne Bild. Ich kann den da draußen nicht finden. Ich kann den nicht durch einen Menschen finden. Ich kann den nicht in der Situation finden. Ich denke ja immer, ja, wenn draußen alles in Ordnung ist, dann geht es mir gut, dann habe ich den Frieden. Ist sicherlich so, dass es dann auf alle Fälle einfacher ist. Aber er ist grundsätzlich erstmal in mir und ich kann auf jede Situation friedvoll schauen. Das ist mein Geist, ne, das, was wir gerade hatten. Ich projiziere meine Bilder, meine Gedanken nach draußen. Und wenn ich friedvolle Gedanken habe, dann kann ich die auch nach draußen projizieren. Auch wenn ich es dann vielleicht noch nicht die Reflexion noch nicht sehe. Manchmal dauert es einfach ein bisschen, ne, bis es sich dann auch in der Welt widerspiegelt. Ich dann denke, ja, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich vergebe doch jetzt und projiziere Frieden nach draußen und die anderen sind trotzdem nicht friedlich. Gerade alle, die vielleicht Kinder haben. Ne? aber auch dann einfach mit sich geduldig zu sein. Also einfach zu sagen, okay. Aber ich habe für mich erstmal, ist es ein bisschen friedvoller, auch wenn die Kinder da trotzdem noch irgendwelche anderen Sachen machen, die ich vielleicht noch nicht will. Aber ich weiß ja nicht, wofür das gut ist. Ne? Im Zweifelsfall kann ich einfach, habe ich noch mehr Übungssituationen. Also wirklich das
Entweder, ne, man kann das, kann die Welt ja so in verschiedenen Konzepten sehen, gerade das, was für euch am besten passt, das sucht ihr euch dann raus. Entweder ihr seid im Abenteuerurlaub oder ihr seid im Klassenzimmer und lernt da irgendwas oder ihr seid halt einfach am Üben in allen Situationen, was auch immer dann gerade geübt werden soll, Geduld oder einfach nur bedingungslos zu lieben, was auch immer da gerade bei euch dann ist. Während der Frieden sich aus der Tiefe deines Inneren ausdehnt, um die ganze Sohnschaft zu umfassen und ihr Ruhe zu schenken, wird ihr auf viele Hindernisse stoßen. Also wenn ihr euch dieses Bild einfach mal vorstellt, ne, der Frieden ist in euch irgendwo, wo auch immer ihr den lokalisiert, ob im Solarplexus oder im Herz oder wo auch immer, das kann ja jeder für sich einfach auch selber entscheiden. Es ist einfach diese individuelle Führung, wirklich zu sagen, man kann sich Inspiration irgendwo holen, ne? Man kann sich viele Bücher lesen, man kann sich viele Videos angucken, man kann ganz viele Podcasts hören, aber dann immer wieder zu gucken, okay, was davon inspiriert mich jetzt, was berührt mich, ne? Das merkt man dann ja sofort. Manches, ja, kann ich gar nichts mit anfangen. Und manches geht sofort in Resonanz und bei jemand anderem ist es komplett anders. Dann denke ich, hey, bin ich jetzt falsch? Nee, du bist komplett richtig. Es darf das, was bei dir in Resonanz geht, was dich berührt, das berührt dich, ne? Also das hat irgendwas mit dir zu tun. Und da einfach immer mehr darauf zu achten, so, ne, seine, zu gucken, okay, da war jetzt was und da war jetzt nichts, ja, dann geht es jetzt anscheinend da lang. Und damit dann ganz urteilsfrei zu sein und das einfach nur anzunehmen und zu sagen, ja, ich weiß ja nicht, wo es hingeht. Also ich überlasse jetzt dir die Führung und guck einfach, was kommt im Abenteuerurlaub. Und dieser Frieden, wenn er sich dann aus deinem Inneren ausdehnt, umfasst dann die ganze Sohnschaft. Das Ziel ist ja festgesetzt oder im Prinzip ist ja alles schon passiert. Ne? Wir sind den Weg schon gegangen. Das sind ja auch so Bilder, die im Kurs stehen. Um die ganze Sohnschaft zu umfassen und ihr Ruhe zu schenken, wird er auf viele Hindernisse stoßen. Also wenn sich der Frieden von dir aus, aber er ist in dir erstmal drin, er dehnt sich von dir aus auf die gesamte Sohnschaft. Und dann sind da so ein paar Hindernisse, die wir in den Weg gestellt haben. Und das auch sich immer wieder klar zu machen, das sind nicht die anderen, die die Hindernisse in den Weg gestellt haben, sondern das bin ich selber. Und dann, ne, sich wieder nicht zu verurteilen, ist immer wieder dasselbe Schema. Und das einfach immer wieder zu üben, zu sagen, ja, okay, da ist jetzt gerade ein Hindernis und ich gucke mal, was ich mit dem jetzt mache. Und bei mir ist es auch so, dass ich erstmal anzugucken, den Ärger, und damit doch erstmal gar nichts machen zu wollen, das auch gar nicht weghaben zu wollen. Weil also bei mir ist es so, wenn ich das weghaben will, ja, dann merke ich auch, nee, das fühlt sich irgendwie nicht stimmig an. Ne? Das ist ja auch im Kurs, wenn du gegen irgendwas Widerstand hast, dann machst du es ja noch mal wahrer sozusagen. Also es wirklich erstmal einfach nur anzunehmen, ja, okay, ich bin jetzt ärgerlich, so, und dann erstmal durchatmen. Der Ärger ist erstmal da. Und ich weiß, ich kann mich anders entscheiden, aber im Moment ist er erstmal da. Und damit erstmal ganz, ganz liebevoll im Prinzip auch umzugehen, ne, mit seinem eigenen Ärger und mit sich selber. Einige davon wirst du versuchen einzusetzen. Andere werden von anderswo zu kommen scheinen, von deinen Brüdern und von verschiedenen Aspekten der Außenwelt. Also die vielen Hindernisse haben sozusagen scheinbar verschiedene Ursachen. Ne? Entweder macht man sich die komplett selber, irgendwelche Fantasien, Sorgen, was man sich so alles so machen kann. So selber irgendwelche Kopfkinogeschichten, die man sich im Kopf erzählt. Oder eben die Hindernisse, dass man denkt, die sind da draußen. Entweder direkt von Brüdern oder eben von irgendwelchen Situationen. Ne? Das sind jetzt so die drei verschiedenen Sachen, die der Kurs ihr sagt, die auftreten können. Der Frieden jedoch wird sie sanft bedecken.
und sich völlig ungehindert an ihnen vorbei ausdehnen. Also der Frieden, den stören die überhaupt nicht, ne? Der wird sie sanft bedecken und sich völlig ungehindert an ihnen vorbei ausdehnen. Also der Frieden legt sich über die Hindernisse, schlängelt sich drumherum und lässt sich überhaupt nicht stören. Das heißt, wir müssen uns von diesen Hindernissen, die da sind, nicht stören lassen, ne? Nicht sagen, okay, das ist das Hindernis und da komme ich jetzt nicht vorbei. Nee, ich kann mich da vollkommen ungehindert an ihnen vorbei ausdehnen. Die Ausdehnung der Zielsetzung des Heiligen Geistes von deiner Beziehung auf andere, um sie sanft hereinzubringen, ist die Art und Weise, wie er Mittel und Zweck aufeinander ausrichten wird. Der Frieden, den er tief in dich und deinen Bruder legte, wird sich still auf jeden Aspekt deines Lebens ausdehnen und dich und deinen Bruder mit strahlendem Glück und dem ruhigen Gewahrsein vollständigen Schutzes umgeben. Also sowohl wie der Frieden von dir in deinem Innern ist, so ist er natürlich auch in jedem Bruder. Und das auch immer wieder sich so klar zu machen, dass auch jeden, den ich da draußen sehe und denke, der ist irgendwie komisch, auch der ist, hat den Frieden in sich, ne? Wir sind alle gleich, wir sind alle ein Sohn Gottes. Und das sich immer wieder zu verdeutlichen. Meine Gedanken sind Bilder, die ich gemacht habe. Also wenn ich da irgendwie einen komischen Menschen sehe, ist das auch nur ein Bild, was ich gemacht habe und was ich in meinem Geist korrigieren kann, ne? Ich kann das in meinem Geist korrigieren lassen und dafür brauche ich aber auch Hilfe. Das kann ich nicht alleine. Das kann ich wirklich nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Erstmal brauche ich die Überzeugung, ja, es ist möglich, dass sich die Gedanken korrigieren lassen und es dann zu vergeben, den Gedanken zu vergeben, dass da irgendjemand komisch ist, dass ich da komische Leute sehe, komische Sachen sehe, die da draußen passieren und das vom Heiligen Geist korrigieren zu lassen, dass ich da draußen nur meine Projektion sehe und die kann ich ja nur bei mir im Geist erlösen, ne? Und dass ich dann immer wieder übe, ne? Deshalb ist ja diese Welt da draußen unsere Schule, das Klassenzimmer, in dem ich sozusagen üben kann, in dem ich mit ganz vielen Brüdern üben kann. Manche sind ein bisschen näher dran, manche sind weiter weg, manche scheinen ganz weit weg zu sein. Ne? Die Intensität ist ein bisschen eine andere. Ich kann auch nicht mit den ganzen 8 Milliarden üben, aber schon mit einer ganzen Reihe Leute. Und das einfach zuzulassen und das einfach so zu sehen, dass das einfach wirklich nur eine Übung ist. Und ich mich in jedem Moment wieder anders entscheiden kann. In der nächsten Situation kann ich mich komplett wieder anders entscheiden. Und in deinem Bruder ist auch derselbe Frieden gelegt, der in dir ist. Der Frieden aber, der bereits tief im Innern liegt, muss sich zuerst ausbreiten und über die Hindernisse hinwegfließen, die du vor ihm errichtet hast. Das wirst du tun, denn nichts, was mit dem Heiligen Geist unternommen wird, bleibt unvollendet. Du kannst dir in der Tat über nichts, was du außerhalb von dir siehst, sicher sein. Aber dessen kannst du sicher sein. Der Heilige Geist bittet dich, ihm einen Ruheplatz anzubieten, an dem du in ihm ruhen wirst. Also du kannst nicht scheitern sozusagen, ne? Du kannst nicht den Frieden finden. Irgendwann wirst du den Frieden finden, irgendwann werden wir alle den Frieden finden. Und wir können uns einfach nur auf den Weg immer mehr
einlassen. Also wir sind den Weg eh schon gegangen und wir können nichts tun, was mit dem Heiligen Geist unternommen wird, bleibt. Das wirst du tun, denn nichts, was mit dem Heiligen Geist unternommen wird, bleibt unvollendet. Genau, also alles wird vollendet. Irgendwann ist der Frieden über alle Hindernisse hinweggeflossen. Oder auch in Situationen. Also wir wechseln ja im Prinzip immer die Denksysteme. Entweder sind wir im Denksystem des Egos oder wir sind im Denksystem des Heiligen Geistes. Und das immer mehr wahrzunehmen oder auch immer mehr zu merken, ja, ich habe Phasen, da ist es jetzt wirklich schon länger oder ich bin in Situationen nicht mehr ärgerlich, wo ich früher ärgerlich war oder die liebevollen Gedanken überdauern eine längere Zeit, als es vielleicht früher war. Und das einfach immer mehr wahrzunehmen in sich und auch dann einfach anzuerkennen und sich auch, auch dann vielleicht so ein bisschen mal zu loben, so, ne, zu sagen, okay, ja, das war gut. Wir sind nie am Ende, ne? Also wir werden nie hier in der Welt irgendwo am Ende sein. Das Ende ist dann erst, wenn die Erkenntnis sozusagen kommt und den Schritt können wir aber nicht selber machen. Also wir können wirklich jetzt nur hier, so wie es bei mir jetzt in meiner Wahrnehmung ist, können wir einfach nur immer wieder versuchen, den Weg zu gehen, den uns der Kurs zum Beispiel vorgibt. Aber das ist nicht der einzige Weg, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, hier, das ist jetzt der Kurs und den musst du jetzt machen und dann geht es dir gut, sondern jeder ist individuell geführt. Also für mich ist es der Weg, im Moment auf alle Fälle. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass sich das irgendwie mal ändert, aber was weiß ich, ne? Und damit auch einfach locker zu gehen, wenn man jetzt sagt, okay, ja, im Moment ist es der Kurs, vielleicht ändert sich es nochmal, vielleicht auch nicht. Sich wirklich nicht zu verurteilen. Die Grundgedanken bleiben ja die gleichen, ne? Ja, und der Satz ist ja auch so schön, der Heilige Geist bittet dich, ihm einen Ruheplatz anzubieten, an dem du in ihm ruhen wirst. Also der Heilige Geist bittet mich, dass ich ihm einen Ruheplatz anbiete, dass ich in mir die Ruhe irgendwo einen Platz finde, wo ich in ihm ruhen kann. Na, eigentlich ist es ja so, wenn der Heilige Geist bittet mich, ihm einen Ruheplatz anzubieten. Das heißt ja, ich habe den Ruheplatz und der Heilige Geist setzt sich rein, wenn man sich das jetzt mal so bildlich versucht vorzustellen. Und dann im nächsten Satz steht aber, an dem du in ihm ruhen wirst. Ne? Also genau andersrum. Also dass ich, also der Heilige Geist ist der Ruheplatz und ich ruhe aber im Heiligen Geist. Dass sich das dann sofort umdreht. Ne? Wenn ich ihm einen Ruheplatz angeboten habe, dann habe ich sofort einen Ruheplatz in ihm. Er hat dir geantwortet und ist in deine Beziehung eingetreten. Möchtest du jetzt seine Huld nicht erwidern und in eine Beziehung mit ihm eintreten? Denn er ist es, der deiner Beziehung die Gabe der Heiligkeit angeboten hat, ohne die es ewig unmöglich gewesen wäre, deinen Bruder zu würdigen. Also die Aufforderung, einfach den Heiligen Geist immer mehr anzunehmen, immer mehr mit ihm in Beziehung zu treten und immer mehr den Bruder zu würdigen. Den Bruder zu würdigen, egal wie er sich da draußen verhält, ne? Egal, ob er sich jetzt so verhält, wie du es möchtest oder so verhält, wie du es nicht möchtest. Das alles zu würdigen, alles ist dein Lernen. Alles da draußen, die gesamte Welt ist dein Lernen.
Jetzt, mal so ein bisschen auf Seite 408. Also jetzt kommt das erste Hindernis, den Wunsch, ihn loszuwerden. Das heißt, das erste Hindernis ist der Wunsch, den Frieden loszuwerden. Das erste Hindernis, über das der Frieden hinwegfließen muss, ist dein Verlangen, ihn, den Frieden loszuwerden. Denn er kann sich nicht ausdehnen, wenn du ihn nicht behältst. Du bist die Mitte, von der er aus nach außen strahlt, um die anderen hereinzurufen. Du bist sein Zuhause, seine stille Wohnstatt, von welcher aus er sanft nach außen reicht, dich jedoch nie verlässt. Wenn du ihn obdachlos machen möchtest, wie kann er dann im Sohne Gottes weilen? Also das erste Hindernis ist, dass wir den Frieden überhaupt nicht wollen, dass wir lieber ärgerlich sind. Also da gibt es bei mir auch immer noch mal Situationen, wo ich dann merke, dass ich gerne ärgerlich bin. So, dass das dann auch manchmal so eine, noch so eine Befriedigung einfach gibt, wenn man ärgerlich über jemanden ist, ne? Dass man sich dann besser fühlt, wenn man irgendwie, ja, so, ne? Also das ist, sind immer noch Gedanken und die dann einfach erstmal zu bemerken. Das ist so der erste Schritt für mich immer, dass ich merke, okay, das war jetzt aber irgendwie nicht so im Sinne des Kurses oder im Sinne des Heiligen Geistes und auch nicht in meinem Sinne. Ne? Ich will das nicht mehr. Also ich merke das immer noch und das ist ja auch einfach das Üben, das wirklich erstmal zu merken, okay, was machst du denn da überhaupt den ganzen Tag? Ne? Da hast du schon wieder jemanden verurteilt, da hast du jemanden schief angeguckt und das ist alles das, dass ich den Frieden nicht will, ne? Dass ich den Frieden loswerden will. Weil ich denke, das andere gibt mir noch irgendwas. Das andere kann mir irgendeine Art Befriedigung geben, die mich glücklich macht. Und das dann immer mehr zu merken, nee, das macht mich überhaupt nicht glücklich. Vielleicht einen kurzen Moment, gibt es vielleicht einen kurzen Moment des Triumphes, der Überlegenheit, wo ich mich gut fühle, irgendwie noch als Ego, ne? Aber zu wissen, nee, das ist es nicht. Ich will das nicht mehr. Ich will den Frieden des Heiligen Geistes. Ich will, dass der Frieden in mir wohnt. Und damit immer erstmal das erste Hindernis sozusagen zu überwinden. Den Frieden in sich zu spüren, der ist immer da. Ich kann im Prinzip nicht obdachlos machen. Ne? Ich möchte es zwar manchmal noch vielleicht, aber können tue ich sowieso nicht. Aber auch zu sagen, ja, nee, ich will dem Frieden ein Obdach geben, das ist echt so ein schöner Begriff. Du bist sein Zuhause. Ne? Ich bin der Zuhause des Friedens. Deine stille Wohnstatt, von welcher aus er sanft nach außen reicht, dich jedoch nie verlässt. Hier hätte ich mir noch mal einen Satz unterstrichen, auch auf Seite 408 ist das. Und dennoch, dieser kleine Rest von Angriff, den du noch immer gegen deinen Bruder hegst, er ist das erste Hindernis, auf das der Frieden in dir stößt, wenn er vorangeht. Das, was ich gerade meinte, wenn man irgendwelche Angriffe, Ablehnung, was auch immer, alles, was nicht friedvoll ist, auf seinen Bruder, das ist immer noch der kleine Rest von Angriff, den du immer noch gegen deinen Bruder hegst. Er ist das erste Hindernis, auf das der Frieden in dir stößt, wenn er vorangeht. Diese kleine Mauer des Hasses widersetzt sich noch immer den Willen Gottes und hält ihn in Grenzen. Und das einfach immer erstmal nur einfach wahrzunehmen, zu sagen, ja, okay, da ist noch ein Stückchen Mauer irgendwie gegen meinen Bruder. Ich mache da immer noch irgendwelche Schranken hoch und fühle mich nicht verbunden und denke immer noch, er ist irgendwas anderes als ich. Und er ist nicht meine Projektion. Und das immer tiefer in seinen Geist einfach eindringen zu lassen, dass das nicht die Wahrheit ist, ne? Dass die Wahrheit einfach ist, dass ich unschuldig bin, dass jeder von euch unschuldig ist, jeder, den ich da draußen sehe, ein unschuldiges Kind Gottes ist. Das ist einfach so schön, dann in dieser Verbundenheit immer wieder zu sein und sich immer wieder daran einfach zu erinnern, ne? Wir erinnern uns ja, wir machen ja nichts weiter, als uns zu erinnern. Es ist ja alles schon da. Wir haben das nur vergessen und irgendwas Komisches anderes drüber gesetzt.
wo wir denken, das kann uns vielleicht irgendwas geben da draußen in der Welt. Die Welt birgt nichts, was ich will. Das ist auch eine Lektion, die jetzt bald kommt. Die ist auch so schön. Die Welt birgt nichts, was ich will. Der nächsten Seite stehen dann noch so zwei Sätze. Auf der Seite 409. Sein Zuhause liegt in deiner heiligen Beziehung. Versuche nicht zwischen ihm und seiner heiligen Zielsetzung zu stehen, denn sie ist die deine, sondern lass ihn still das Wunder deiner Beziehung auf jeden ausdehnen, der in ihr enthalten ist, wie sie gegeben wurde. Und alles, was zwischen dir und deinem Bruder zu stehen scheint, muss wegfallen aufgrund des Rufes, auf den du Antwort gegeben hast. Der Heilige Geist ruft uns ja ständig, ne? Der Heilige Geist ruft uns ständig nach Liebe, seine Liebe anzunehmen oder einfach zu erkennen, wie sich wieder zu erinnern, dass wir die Liebe sind. Und auf den Ruf müssen wir einfach nur antworten. Das ist ja auch der eine Satz, alle sind gerufen und nur wenige antworten. Sich einfach bereit zu erklären, ja, ich will antworten. Ich will in immer, 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 immer mehr Momenten antworten auf den Ruf der Liebe und mich nicht verurteilen, wenn ich es doch irgendwie nicht mal nicht gebacken kriege. Jedes Wunder ist nur das Ende einer Illusion. Auch wieder diese zwei Denksysteme. Ne? Einmal das Denksystem des Heiligen Geistes mit den Wundern und einmal das Denksystem des Egos mit der Illusion. Alles, was veränderlich ist, ist Illusion. Und wenn ich mir diesen Grundsatz so ein bisschen, ne, wenn man sich das alles hier anguckt, was wir vorhin gerade geübt haben, Gedanken sind Bilder, die ich gemacht habe. Und wenn ich dann auch nochmal diesen Satz habe, alles, was veränderlich ist, ist Illusion, und wir die Sachen hier angucken, wissen wir komplett vom Verstand her, dass das alles veränderlich ist. Ne? Wir wissen, dass die Blume, die da gerade wächst, die kann im nächsten Moment irgendwie eingehen, warum auch immer. Der Schnee da draußen, der hört jetzt langsam auf zu schneien. Auch veränderlich. Ne? Alle Menschen sind veränderlich. Und das, man kann es ja, einmal kann man es halt auf die ganzen Sachen beziehen, wo man es vom Verstand her einfach weiß, dass es veränderlich ist, ne? Weil die Welt da draußen, alles Gegenständliche, ist einfach dem Kreislauf von Leben und Tod sozusagen unterworfen. Aber auch, dass wir, was wir im Inneren denken, also auch die Gefühle, alle Gefühle, ne? Alle Empfindungen sind genauso der Veränderung unterworfen. Und auch da hat sicherlich jeder schon die Erfahrung gemacht, dass Gefühle sind veränderlich, Gedanken sind veränderlich. Und mit dem Hintergrund ist das einfach schön, immer wieder zu üben, das immer wieder zuzulassen, die Erfahrung einfach immer wieder zuzulassen. Genau. Das war die Reise, das ist ihr Ende. Und im Ziel der Wahrheit, das du angenommen hast, müssen alle Illusionen enden. Alle Illusionen werden irgendwann enden. Und bis dahin kann ich zuerst mal einfach nur üben, sie als Illusion zu erkennen. Ne? Die Bilder, die ich gemacht habe, zu wissen, okay, das sind alles nur Bilder.